Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem heutigen Video. Hallo. Ja, wir wollen mal heute ein bisschen in die Stadt gehen, nach Pattaya runter. Laufen, ne? Um uns selber mal ein Bild wieder zu machen und um euch natürlich auch ein Update zu machen, wie es hier im Moment aussieht, wie es ausschaut. Ja. Ja, ihr seht, Pattaya entwickelt sich mehr oder minder immer zur Geisterstadt. Mehr. Es geht also wirklich so in Richtung, ja, Tiefschlaf. Wir haben unser Video extra so genannt. Es sieht wirklich nicht wirklich gut aus. Bevor wir noch weiter einsteigen in das Thema, liebe Zuschauer, die neu sind, wenn ihr das Video mögt, Kanal abonnieren nicht vergessen, teilt das Video, damit wir noch ein bisschen mehr Reichweite hier aufbauen können, liked das Video, kommentiert und jetzt viel Spaß bei den nächsten Bildern und bei dem, was wir euch noch erzählen. Jetzt wir laufen weiter. Genau. Ja, wir laufen hier mal auf der Second Road ein bisschen lang am frühen Vormittag, 11 Uhr ungefähr. Ja. Ihr seht es ja selber, da ist nicht viel los, wenig Leute auf der Straße, viele Geschäfte geschlossen. Momentan herrscht natürlich hier in Pattaya und wahrscheinlich auch in ganz Thailand eine riesige Verwirrung, weil man einfach gar nicht genau weiß, welche Regelung stimmt im Moment, welche ist gerade aktuell. Mhm. Wir könnten euch jetzt aufzählen, welche Geschäfte alle nicht geöffnet werden dürfen. Aber die Liste ist kürzer von den Sachen, die man öffnen darf. Palais-Salon geht auch von Season, aber Palais-Salon auch viel Takeaway, aber nur Shopping-Mall, ne, geht nicht mehr Season-Essen. Also man weiß im Moment nicht ganz genau, ja, darf mein Restaurant öffnen, darf ich mich dort hinsetzen oder darf ich nur mir was zum Essen bestellen und die liefern es mir nach Hause. Genau. Bei uns drüben in Jomtien ist es ein bisschen einfacher. Da scheinen die meisten Restaurants offen zu haben. Wir können also jetzt bei uns hier rausgehen und irgendwo hinsetzen. Das funktioniert. Ja. Hier in Pattaya heute Morgen sieht das ganz anders aus. Mhm. Aber Nachblick, immer jeden Tag neu, ne? Ja, hin ganz genau. Und her, ne? Ganz genau. Wir keine Ahnung, was richtig. Ja, nicht nur wir beide, es wird den meisten Leuten zu gehen. Genau. Guck mal, wenn wir jetzt ein Video fertig machen und das kommt so 2 Stunden später raus, dann kann die Info, die wir versuchen weiterzugeben, ja schon wieder komplett falsch sein, weil es wieder neue Anordnungen, wieder neue Vorgaben gibt und so weiter. Da sieht keiner mehr durch. Da die normalen Teilleute wahrscheinlich, die auch nicht so medienaffin sind, die ihre Informationen vom Hörensagen meistens haben, die werden hier noch mehr größere Probleme haben als wir. Jetzt wir richtig, können nicht richtig planen, ne? Ja, also für uns natürlich, also für den Kanal ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Weil wir, wenn wir jetzt planen, wir gehen jetzt zu irgendeinem Strand, wir gehen zu irgendeinem Resort oder wir gehen irgendwo in ein Restaurant oder so. Wenn wir das planen, wir wissen nicht, wenn wir vor der Tür stehen würden, ob das überhaupt noch geöffnet hat oder auch nicht, macht es ein bisschen schwieriger für uns hier alles. Wie lange das anhalten wird, ja, gibt es auch keine Informationen drüber. So, und da muss man einfach mal abwarten, wie sich das hier entwickeln wird. Wir wissen es auch nicht ganz genau. Lieber warten, Ruhe, ne? Ja. Ruhe warten. Ja, die Ruhe ist ja schon Anschau. Da. Die Ruhe ist ja da. Ja. Wie gesagt, auch die ganzen Veranstaltungen wurden ja abgesagt und so weiter. Und man weiß halt auch wirklich nicht, wo es lang geht. Und diese Verunsicherung merkst du natürlich auch bei den Leuten. Mhm. So, die können nicht arbeiten. Viele Firmen haben einfach auch geschlossen. Ja. So, keiner da. Genau. Ja, von den Bars brauchen wir natürlich nicht reden. Noch die sind komplett verboten mittlerweile. Schlimm, da ist gar nichts mehr. Massagestudios, Friseure, Nagelstudio. Alles komplett geschlossen. Bis wann? Irgendwann auch. Bis keine irgendwann. Ahnung. Es gibt bisher noch keine wirkliche Meldung darüber, wann das aufgehoben oder welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit das aufgehoben wird. Ja. Genauso ist der komplette Einzelhandel ja auch platt gemacht mittlerweile. Ja. Das heißt, wenn du jetzt ein kleines Geschäft so hast für Hardware, für Sanitärbedarf, für Baustoffe oder irgendwas, darfst du ja im Moment auch nicht haben. Mhm. So, Elektroartikel, Computersachen oder was auch immer, alles geschlossen. Und ja. Du hast, es bleibt eigentlich, wenn du irgendwas dringend brauchst, dir nur der Weg zum Internet. Ja, aber haben gesagt, geht doch Strom oder Elektriker oder Telefon geht auch, aber bei Shopping Mall nicht gesehen, genau, kann nicht rein, oben. Ja, das ist halt das Komische an dieser ganzen Geschichte, weil man es auch wirklich nicht kalkulieren kann. Genau. So, also was bleibt dir, wenn du wirklich was dringend brauchst,
Internetbestellung, ja. Was natürlich wieder viele Leute, die, gerade Älteren, auch wieder ausschließt, die sich da vielleicht nicht so auskennen. Genau. Dazu hast du natürlich dann Lieferzeiten. Ja. Und was für mich immer so ist, wenn ich, gerade wenn ich teurere Sachen oder bessere Sachen haben möchte, ja. Ich hätte immer gerne einen Ansprechpartner, mit dem man reden kann. Okay, wir sind in Thailand, ich weiß. Aber für manche Dinge, die mal in der Hand zu halten und dann mal zu prüfen und so weiter. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Motentopf einkaufen möchte oder eine Bratpfanne oder sowas, dann ist es natürlich schön, wenn du da im Internet drei Bilder hast und eine Beschreibung. Das hilft dir aber nicht, wenn du die Haptik nicht spüren kannst, wenn du mal das Ding in der Hand gehabt hast und weißt, ah, ist das ein klappriger Mist oder ist das teuer, ist das gut gemacht, ja? Kann ich anpassen für good quality oder nicht? Kann ich ehrlich anschauen vorher, ne? Genau, das meine ich. Ja. Und ich denke mal, es wird auch vielen anderen Leuten so gehen. Das heißt, es wird immer mehr ins Internet verlagert alles. Ja. Was aber für einige Leute nicht unbedingt eine Option ist. Mhm. Wenn du jetzt auf die Schnelle irgendwas brauchst, was du haben möchtest. Dieser Zeitbildchen macht mir verwirrt. Genau, dann ist es wirklich die falsche Zeit dafür. Auch für Anschaffung ist die völlig falsche Zeit. Weil du ja gar nicht weißt, wie geht es weiter. Die Leute werden sich auch mit Einkäufen im Moment sehr, sehr zurückhalten. Mhm. Weil sie sagen, ja, wer weiß, was noch kommt, wer weiß, wie es weitergeht. Noch nicht wissen, was passiert nächstes Mal. Genau so ist es. Also versucht man wirklich auch vielleicht ein bisschen Geld zu sparen, sich mit allen Dingen zurückzuhalten. Essen, Getränke und so weiter, die gibt es ja überall. Also Sachen, die sind im normalen Bedarf, wenn die Zahncreme, Duschcreme, Seife und sowas, das kriegst du alles bei 7-Eleven, beim Family Markt. Die sind alle geöffnet, ohne große Probleme. Verhungern wird hier niemand. Ja. Es geht halt, wenn wir über sowas diskutieren, halt auch ein bisschen um die Leute, die hier sich ein Business über Jahre aufgebaut haben, die versuchen, irgendwie ihr Handel zu treiben. Das ist alles zum Erliegen gekommen. Aber wenn Leute keine arbeiten, wie denn hat Geld für Einkaufen? Ja, das ist ja das Nächste. Ja. Man plant ja jetzt schon keine wieder... Da. Von Seiten des Amtes neue Feiertage und so weiter zu machen in diesem Jahr. Ja. Die Frage ist, von welchem Geld sollen die Leute diese Feiertage überhaupt besuchen und so weiter. Ja. Also das sieht nicht wirklich ordentlich aus. Und wir gehen jetzt mit euch mal hier rüber gleich zum Center Festival. Genau. Wir haben euch ja gestern ein relativ gutes Video gemacht von Bangkok, von der Shopping Mall. Ja, geht noch. Verlinken wir euch mal rechts oben jetzt. Da seht ihr mal, was vor 2 Wochen noch machbar war. Mhm. Und das ist der Stand heute in der größten Shopping Mall, die es hier in Pattaya gibt. Sentan City World, ne? Genau. Aber nur unten. Tja. Supermarkt. Supermarkt ist natürlich geöffnet, was wir gerade gesagt haben. Dinge des täglichen Bedarfs kannst du einkaufen. Ja. Überhaupt kein Problem. Aber alles, was darum hinausgeht, wird schon schwierig. Essen dann nur Grab oder Food Panda oder Lineman, ne? Nach Hause. Ja, ganz Leute genau. Leute warten bei Store und Betrieb da bei Runden. Ja. Verbestehen. Also alles, was in den oberen Stockwerken ist, ist natürlich auch geschlossen. Ja. Und jetzt waren die Inhaber von den oberen Restaurants relativ clever gewesen, aus meiner Sicht. Habe ich zu Mode gesagt, wo wir das gerade gesehen haben vorhin. Das haben die schlau gemacht. Weil die Küchen können sie oben betreiben. Genau. Sie dürfen halt nur keine Gäste haben. Ja. Also haben sie unten so einen, wie so einen Verteilcounter gemacht. Mhm. Die Leute können per App oder Telefon bestellen. Ja. Und die Grab-Fahrer warten unten und bekommen das dann von der Küche nach unten geliefert und können das dann zu ihren Kunden nach draußen ausfahren. Ja. Was eine Option ist, was natürlich niemals ein normales Geschäft ersetzen kann. Aber es ist wenigstens mal eine Option, dass die Leute mit ihren Restaurants mindestens ein Stück weit Umsatz machen. Ja. Es sieht ganz, ganz komisch aus. Es sieht fürchterlich vom Gefühl und so weiter. Mhm. Du da die leeren Stuhlreihen siehst und da sitzen dann die Fahrer und warten. Alles ist abgesperrt wie mit Flatterband. Das sieht eher aus nach einer großen Baustelle als nach einem Shoppingcenter, wo du Lust hättest, irgendwas einzukaufen. Ja. Nicht, dass es möglich wäre, aber es ist sowieso alles zugesperrt. Aber da hast du kein gutes Gefühl, wenn du da langläufst. Das sieht traurig, ne? Ja. Keine Ahnung, was passiert nächstes Mal und keine Ahnung, wann keine Arbeit. Ja. Ja, das ist enttäuscht. Ja, das einzige Business, was momentan funktioniert, ist wirklich Lieferservice für Essen, für Getränke, für aber auch für alle Sachen, die du im Internet bestellen kannst, auf den großen Webplattformen. Aber alles andere ist im Moment so gut wie nicht möglich. Ja. Und die Firmen haben hier aber auch richtig eingepackt alles. Das sieht nicht so aus, als wenn die mal so bald wieder aufmachen werden.
Weil ich erinnere mich so an die erste Zeit im März, als das hier losging, da sah das noch nicht so verpackt aus. Da sah das auch zwar abgesperrt aus, aber nicht so wie endgültig. Es ist, wenn man das jetzt so gesehen hat heute Morgen, das hat irgendwie so ein Gefühl wie eine Endgültigkeit, als wenn das so auf unbestimmte Zeit einfach alles zugemacht ist. Ja? Natürlich kann man das schnell wieder aufmachen. Es gibt genug Arbeitskräfte, die dann das auch wieder herrichten und sofort das wieder hochfahren. Aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Nee. So, und das ist ja nur eins. Es gibt ja noch mehrere Einkaufszentren hier. Es gibt ja noch mehrere Shopping-Malls. Da wird es nicht anders aussehen. Also zum Terminal werden wir zum Beispiel nicht fahren, um dann nochmal dasselbe aufzunehmen. Ich glaube, ganz genauso. Das wird dort genauso aussehen. Ja. Also diese Frustration, die holen wir uns nicht nochmal. Dass ich schon top, ne? Von der Mag mich verrührt auch. Ja, weil das ist so eine komische Stimmung. Ganz wenige Leute. Du bist wie so gestrandet im Shoppingcenter alleine mit ein paar Leuten, die da rumlaufen. Siehst du, ein Essen auch geht nicht mehr. Geht gar nichts mehr. Bei Sintern unten. Nur ein Essen einkaufen und wieder raus aus dem, aus dem Shoppingcenter. Ja. Ja, das ist also ganz, ganz komisch. Ja. Kein gutes Gefühl. Und das Große, was mich so umtreibt, ist, wie lange soll das so weitergehen? Wie lange könnten das die Firmen durchhalten? Ja. Lass das doch mal ein halbes Jahr dauern. Dann überlebst du als Kleidungsgeschäft oder als Friseur oder als Klinik, was du da alles drin hast. Das überlebst du nicht, weil die Miete läuft ja trotzdem weiter. Ja, wir Hoffnung, ein paar Wochen geht wieder öffnen. Ja. Ich hoffe. Die Hoffnung darf man halt nie verlieren. Ja. Die Frage ist halt nur, wird sich diese Hoffnung bewahrheiten? Ja. So. Und das macht es halt sehr, sehr schwer. Und wir hoffen, dass die Leute einigermaßen das verkraften, auch nochmal zum zweiten Mal hier durch diese Zeit zu gehen. Es hatte sich ja mehr oder minder schon normalisiert. Ja. Aber jetzt... Ja, liebe Zuschauer, das soll es auch für dieses Video gewesen sein. Wir hoffen, dass das Video an sich euch gefallen hat. Die Situation kann einem nicht gefallen. Bleibt gesund und wir hören uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.